Wo ist das Grab von Nofretete? Noch immer ist es nicht gefunden worden. Doch vor kurzem gab es einen sehr spannenden Hinweis in der Grabkammer von Tutanchamon. Da gab es seltsame Echos. Und aus dem Antikministerium hieß es 2015, dass man sich zu 90% sicher sei, dass dort neue Kammern zu finden seien. Das Grab von Tutanchamons Stiefmutter Nofretete. Jetzt wurde es genauer untersucht. Hier die Ergebnisse bei Klickzum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Schon seit 3400 Jahren ist der Pharao Tutanchamun tot und unter der Erde vergraben. Seine Grabstätte wurde 1922 entdeckt. Und obwohl das schon lange her ist, ist das Tal der Könige immer mal wieder eine Schlagzeile wert. Zuletzt noch im Sommer 2015, als ein britischer Archäologe verkündete, dass es hinter einer Grabwand des Pharaos weitere Räume gäbe. Linienstrukturen nahm er als Hinweise und auf den Aufnahmen der nördlichen und westlichen Kalksteinwand der Grabkammer wollte er vermauerte Durchgänge erkannt haben. Und Nicholas Reeves setzte damals noch einen drauf, denn in diesen Wänden sei wohl die Mumie von Tutanchamuns Stiefmutter Nofretete zu finden. Nicht wenige witterten eine Sensation, es gab Pressekonferenzen ohne Ende. Zusätzliche Bodenuntersuchungen eines Radarspezialisten aus Japan machten weitere Hoffnung, denn auch seine Messungen ergaben wohl Hinweise darauf, dass möglicherweise zwei weitere unbekannte Räume existieren könnten. Langwierige und aufwendige Radarmessungen eines Forschungsteams im Auftrag von National Geographic sollten dann den endgültigen Beweis liefern, doch der blieb aus. Und das, obwohl über Stunden hinweg 40 Einzelscans gemacht worden waren und das in zwei verschiedenen Frequenzen. Doch der Scan im Tal der Könige schien sogar der Sensation zu widersprechen. Das damalige Forschungsteam war sich am Ende sicher, unentdeckte Kammern, also Hohlräume, müssten eine starke Reflexion liefern und die blieb aus. Ein italienisches Forschungsteam von der Universität Turin hat dann wohl Anomalien angrenzend an das Pharaonengrab gefunden, und zwar zwei Stück links und rechts von Tutanchamuns Grabkammer. Das hätten Drohnenbilder gezeigt, mit der sie die Grabstätte gescannt hatten. Darauf sei eine sowohl links als auch rechts von der Grabkammer eine rote Fläche zu sehen, links etwas größer als rechts. Auch die Fläche unmittelbar neben der Grabkammer weise Anomalien auf, so der ehemalige Antikenminister Ägyptens Mamdou El-Dami. Zitat: Wir können leider noch nicht sagen, was diese Anomalien bedeuten. Auf die Frage, ob es sich vielleicht tatsächlich um die Grabkammer von Königin Nofretete handelt, sagte er nur weiter: Wir sind Wissenschaftler und keine Spekulanten. Ja, weitere Untersuchungen bräuchten Zeit und könnten dann Gewissheit geben. Doch sei der Begriff der Anomalie, ja, der hinterlässt tatsächlich ein großes Fragezeichen, denn damit könnte theoretisch gesehen natürlich alles oder nichts gemeint sein. Ein Hohlraum, ein Loch oder doch eine unbekannte Kammer. Bislang sind diese Ergebnisse des italienischen Forschungsteams jedenfalls noch nicht in einem wissenschaftlichen Fachjournal zu finden. Jetzt hat das Team nachgelegt und die Kammer weiter untersucht. Ja, und das Ergebnis, ja, das ist leider nicht sensationell. Die neuen Untersuchungen schließen weitere Grabkammern aus. 3 Monate hat das Team die Grabkammer durchleuchtet und ist auf nichts gestoßen. Zitat: Die Hypothese hinsichtlich der Existenz verborgener Kammern oder Korridore, die sich an Tutanchamuns Grab anschließen, wird durch die GPA-Daten nicht gestützt. So steht es im ägyptischen Nachrichtenportal Aram Online zu lesen, das aus dem Abschlussbericht von Francesco Porcelli von der Polytechnischen Universität Turin zitiert. Mit 3 Scan-Durchgängen wurden die Ergebnisse jeweils überprüft. Es gibt also keinen Zweifel mehr. Die neueren Untersuchungen mittels Bodenradar GPA waren nach den ersten Untersuchungen geplant worden, um ja eigentlich den Fund zu bestätigen. Sie geht also weiter, die Suche nach dem Grab von Nofretete. Wenn ihr als erstes Neues dazu und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp oder den anderen Messengern wie Instagram, Facebook oder Telegram. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klickzum mitmachen und mitbestimmen, was hier bei Klickzum passiert. Und zur Begrüßung gibt es noch ein kleines Goodie. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit auch dafür draufklicken. Geheime Kammer der Cheops-Pyramide entdeckt. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.